Welche Rolle hat Ben Animus bei den Revolutionen in den arabischen Staaten nun gespielt? Man hört, Aktivisten von Ben Animus leisteten Unterstützung dabei, die digitalen Kommunikationswege zu sichern? Das stimmt. Zum Beispiel wurden die Zugangsdaten für die von Telecomex kurzfristig eingerichtete Einwahlmöglichkeit an ägyptische Bürger, Schulen und Universitäten gesendet, um den Menschen die Möglichkeit zu geben, sich weiterhin digital auszutauschen. Dieser Dienst wurde unseres Wissens nach auch angenommen. Zu diesem Zeitpunkt wurden die Provider von der Regierung dazu gezwungen, sämtliche Verbindungen abzuschalten. Seitens Anonymous wurden zeitgleich regimenahe Webseiten und Propagandaplattformen durch DDoS-Angriffe lahmgelegt. Darüber hinaus spielte gewiss auch der schnelle Informationsfluss unter den miteinander vernetzten regimekritischen Aktivisten vor Ort eine Rolle, von denen eine Schnittmenge Kontakte zu Anonymous-Kanälen hat. Wie groß der tatsächliche Einfluss ist, weiß aber niemand so genau. Fakt ist aber, wir sind da und wir sind viele. Die Projekte oder auch Operationen von Ben Animus haben also immer einen IT-Bezug oder ist Ben Animus auch auf anderen Feldern aktiv? Als eine lose Gemeinschaft, deren Kommunikations- und Wirkungsraum nun mal das Internet ist, kann Ben Animus sich kaum vom Internet und dem IT-Bezug trennen. Viel interessanter ist die Frage, welche Auswirkungen deren Handlungen auf das Offline-Leben der Weltbevölkerung haben werden. Operationen wie Ben Animus Press, Leakspin bzw. jetzt Krautleaks, aber auch weitere Ops zeigen deutlich, dass eine lose Masse Gleichgesinnter sich zu organisatorisch komplexen Projekten zusammenschließen kann, die auch abstrakte und langfristige Ziele wie zum Beispiel Meinungsfreiheit oder Bekämpfung der Zensur verfolgen können. In diesen Projekten wird kein personifizierter Feind, Diktator, Sekte, Unternehmen, etc. zum Angriffsziel erklärt. Es geht hier vielmehr um die Suche nach Lösungsmöglichkeiten für diejenigen globalen Probleme, die ins Massenbewusstsein nicht vorgedrungen sind, Repressionen, Funktionsweise der Zensurmechanismen, Propaganda, Datenschutzverletzungen und Fremdenfeindlichkeit. Solche Probleme können nicht durch Blitzaktionen wie massive DDoS-Attacken gelöst werden. Wegen einer falschen bzw. interessengeleiteten Berichterstattung in den Massenmedien verfehlen solche Aktionen gar ihr Ziel, die Menschen auf bestimmte Missstände aufmerksam zu machen. Operation Leakspin und Krautleaks kamen zur Sprache. Was hat es damit auf sich? Das Projekt Krautleaks entsprang der Operation Leakspin und ist noch sehr jung. Es wird noch beweisen müssen, dass eine aus einer spontanen Protestbewegung geborene Reformenergie für eine langfristige konstruktive Zusammenarbeit in einem losen engagierten Kollektiv ausreicht. Auf Krautleaks haben sich in den ersten 5 Monaten seit Bestehen Englisch, Französisch, Spanisch, Deutsch, Italienisch und Russischsprachige Freiwillige weltweit zusammengefunden, die sowohl über die Veröffentlichungen von WikiLeaks als auch über die Enthüllungen durch Anonymous, AnonLeaks, ausführlich berichtet haben. Die Grundidee von Krautleaks ist der sogenannte Krautjournalismus. Basierend auf einer zensurfreien Plattform, wo jeder sich am Verfassen, Editieren, Bewerten und Übersetzen von Artikeln beteiligen kann, soll nicht nur die Zensur bekämpft, sondern auch möglichst jede Sprachbarriere überwunden werden. Derzeit verfügbare Open-Source-Lösungen decken jedoch die damit verbundenen technischen Anforderungen nicht ab. Es wird sich zeigen, ob das Projekt genug Krautjournalisten und IT-Lehrer anlocken wird, um eine technische Plattform auf die Beine zu stellen, die dieser globalen Idee gerecht werden kann. Was können wir uns unter dem Projekt AnonLeaks vorstellen? AnonLeaks, ein absolutes Highlight im Februar 2011, von dem in Deutschland bisher leider nur heise recherchiert und ausgiebig berichtet hat, ist die Veröffentlichung der während eines spektakulären Angriffs entwendeten E-Mail-Archive der US-amerikanischen Sicherheitsfirma HB Garu Federal. Die daraufhin entstandene Webseite AnonLeaks ist somit die erste Leak-Plattform der Anons. Über 60.000 E-Mails mit hochexplosivem Material wurden weltweit publik gemacht, Entwicklung der Strategien gegen WikiLeaks, gegen US-amerikanische Aktivisten und Gewerkschaften, Software für die Meinungsmanipulation sowie Fort- und Eigenentwicklung von diversen Spionageprogrammen für Ermittlungen durch US-Behörden sowie für Privatkunden, unter anderem auch Stuxnet. Der Angriff von Anonymous auf HB Garu ist also als ein Akt der Selbstverteidigung zu verstehen.
Eine Frage zur deutschen Anonymous. Was sind die nächsten Operationen, die von der deutschen Community zu erwarten sind? Derzeit versuchen sich deutsche Anonymous-Aktivisten an der sogenannten OP-Blitzkrieg, einer Operation gegen militante Neonazis. Diese Aktion ist aber selbst unter den Anons stark umstritten, weil damit die Meinungsfreiheit beschnitten bzw. Kommunikation verhindert wird. Deshalb sind politische Parteien auch kein Ziel von OP-Blitzkrieg. Bei einem Kollektiv, in dem jeder mitwirken kann, sind Vorhaben auf politischer Basis generell schwierig, da die individuellen, persönlichen Meinungen weit gestreut sind. Darüber hinaus werden die aktuellen netzpolitischen Pläne der EU genau beobachtet, um gegebenenfalls schnellstmöglich eingreifen zu können. Natürlich können zu diesem Punkt keine weiteren Angaben gemacht werden, da Anonymous vom Überraschungsmoment profitiert und in Zukunft auch gerne weiterhin profitieren möchte. Die meisten Operationen sind jedoch international, lassen sich also nicht konkret auf Deutschland bzw. auf ausschließlich deutsche Beteiligung beschränken. Deutsche Aktivisten nehmen beispielsweise auch an der OP Iran teil. Wie funktionieren die Kommunikation und das Werben neuer Aktivisten bei Anonymous? Anonymous kommuniziert über die ursprünglichste Form des Chats, den Internet Relay Chat, kurz IRC. Dies erlaubt nicht nur die Kommunikation, sondern unter anderem auch die Steuerung von sogenannten Hive Minds, also der virtuellen Schwärme einzelner Operationen. Neue Aktivisten jeder Art sind bei Anonymous willkommen. Ob einfache Sympathisanten, politische Aktivisten oder auch Hacker, für jeden gibt es einen Platz. Für diejenigen, die sich noch nicht mit der Thematik auskennen, wurde OP Nublad eingerichtet, um eine Einweisung in die Basics der Anonymisierung und des IRC-Chats zu geben. Dazu wurde auch ein Dokument erstellt, OP Nublad. Jeder kann sich also bei Anonymous beteiligen bzw. sich als Anon ausgeben. Wer garantiert aber, dass Anonymous nicht unterwandert und ausgespäht wird, sprich die Herren Ziele nicht zuletzt missbraucht und für andere Zwecke instrumentalisiert werden? Der gesunde Menschenverstand garantiert das, aber auch der Prozess, der der Arbeit bei Anonymous zugrunde liegt, selber denken, informieren, diskutieren, Meinung bilden, skeptisch bleiben. Da nicht nachvollziehbar ist, von wem eine Idee stammt, wird ihr Inhalt umso wichtiger. Die kritische Betrachtung der User wirkt wie natürliche Selektion. Schwachsinn oder Missbrauchsversuche finden einfach nicht ausreichend Zuspruch. Das ist das Positive daran, dass kein Vorgesetzter bestimmt, welcher Weg gegangen wird. Welches anthropologische Verständnis liegt Anonymous zugrunde? Wie werden die Prinzipien von Anonymous geschützt? Es liegt überhaupt kein anthropologisches Verständnis zugrunde. Prinzipien, sofern sie denn existieren, schützen sich selbst, solange sie legitim und plausibel erscheinen. Quälen sie etwa Katzen? Der Schutz vor Unterwanderung entsteht selbst organisiert ganz von alleine. Wer eine Zeit lang bei Anonymous dabei ist, kann es selbst erleben. Außerdem sollte man bedenken, dass es keine festen Gruppenstrukturen gibt. Finden sich einige Leute zu einer Operation zusammen, heißt das nicht zwangsläufig, dass diese auch in Zukunft miteinander arbeiten werden. Wie die OP selbst, zerfällt auch der Verband von Anonymous-Aktivisten nach dem Erreichen der angestrebten Ziele. Kritischer gefragt, was garantiert dabei, dass Anonymous nicht zu einer brutalen Bestie mutiert, die wahllos Ziele angreift? Dieselben Gesetzmäßigkeiten, welche garantieren, dass die 82 Millionen potenziellen Terroristen in Deutschland nicht wahllos Sprengsätze platzieren. Doch letztlich gibt es natürlich auch hierfür keine Garantie. Wohl aber besteht Grund zur Hoffnung, dass es in Kreisen von Anonymous und somit auch in der Menschheit als solcher genügend zivilisierte Menschen gibt, die nicht jegliches beliebige Mittel für legitim halten, um ihre Ziele zu erreichen. Zumindest sollten sich in Anbetracht der großen Anzahl von Menschen, die bei Anonymous mitwirken, hinreichend viele Personen finden, die ein solches Moralverständnis auszeichnet. Zum Abschluss. Wir berichteten über die Vorgänge im Zuge der Rhein-Affäre bei Anonymous. Rhein war ein sogenannter Administrator. Was hat es damit auf sich? Die Administratoren des IRC-Netzwerks, AnonOps, also die Betreuer der Server, auf denen ein Teil der Anonymous-Dienste laufen,
verfügen wir überall im Internet über den uneingeschränkten Zugriff auf alle unverschlüsselt gespeicherten Informationen. Dies kann unter Umständen ein Sicherheitsrisiko darstellen. Denn zum Betreiben von Netzwerken braucht es leider immer vertrauenswürdige Personen, die sich darum kümmern. Natürlich wollen wir alle anonym sein und bleiben, sowie den Servern vertrauen. Das geht derzeit aber nur, wenn wir wiederum den Operatoren vertrauen. Je größer eine Gruppe oder deren Einfluss wird, desto größer ist die Gefahr solcher Dramen. Ryan hat gezeigt, wie leichtsinnig und unanonym manche User im IRC unterwegs sind. Auf der anderen Seite behaupten manche, Ryan habe gegen den Machtmissbrauch der alten Crew gewirkt. Hier steht Aussage gegen Aussage und nur Beteiligte kennen die Wahrheit. Die meisten Aussagen, egal welcher Seite, sind fast immer widersprüchlich. Was hat der Schwarm aus diesen Ereignissen gelernt? Welche Auswirkungen werden diese Erfahrungen mit Ryan haben? Der Lerneffekt der Affäre hat leider noch nicht bei allen Anons eingesetzt. Ob und welche Auswirkungen diese Ereignisse haben, ist noch nicht absehbar. Jedoch scheint sicher, dass natürlich mehr drauf geachtet werden muss, ob jemand wirklich vertrauenswürdig genug ist, um technischer Operator für die IRC-Netzwerke zu sein. Man kann das Ganze auch als eine Art Reinigungsprozess sehen und diese Vorgänge sind so alt wie Anonymous selbst. Aber genau darin zeigt sich wieder das anonyme Wesen, einmal durchkehren und weiter geht's. Anon Ops wiederholt ein wenig die Janology-Story. Was auch passiert. Es gibt neben Anon Ops auch andere Anonymous-Netzwerke zum Ausweichen wie zum Beispiel Twitter, Facebook, I2P, TinyChat oder wenn gar nichts mehr geht Back to the Roots, die Imageboards. Wobei bei Anon Ops Ausfällen immer andere IRC-Server zur Verfügung stehen. In diesem Sinne geht Anonymous aus der Ryan-Affäre letztendlich gestärkt hervor und blickt erwartungsvoll in Richtung des nächsten Dramas. Nicht umsonst raten alteingesessene, never trust. Wir danken für das Interview.